Herr Alborn, besten Dank, dass Sie den weiten Weg, sage ich mal, von Lüneburg hierher gekommen sind, zu uns ins Studio nach TV 38 in Braunschweig. Wir haben ein Thema, das mich nach dem Studium Ihrer Pressemitteilung wirklich in Erstaunen versetzt hat. Das ist der Grund, weshalb Sie heute hier sind bei uns. Da geht es also um die, ich sag mal in Anführungszeichen, Konstruktionsfehler bei den Rundfunkgebühren. Aber da werden wir gleich noch drauf kommen. Ich würde Sie nur bitten, bevor wir ins Sachthema einsteigen, dass Sie vielleicht so ein, zwei, drei Sätze zu Ihrer Person sagen, wo Sie herkommen, wer Sie dort sind, was Sie dort machen. Ja, mein Name ist Frank Alborn. Ich arbeite bei der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Mit Dienstsitz allerdings in Lüneburg, nicht in Braunschweig. Und ich bin dort zuständig für den Bereich Wirtschaftspolitik, Regionalmanagement, also für die Interessenvertretung des örtlichen Handwerks. Und wir sind ja die größte Handwerkskammer im norddeutschen Raum jetzt mit knapp 28.000 Mitgliedsbetrieben. Das hört sich nach einer Menge Arbeit an. Ja, ist es. Und vor allen Dingen sind auch immer wieder ganz andere neue Themenschwerpunkte, die da auf einen zukommen. Aber es macht Spaß für die kleinen und mittleren Betriebe, da tätig zu sein. Ja, Themenschwerpunkt, das ist das Stichwort für heute, für unser Gespräch heute. Themenschwerpunkt, ich habe eine Pressemitteilung von Ihnen gelesen, eine Pressemeldung, und da muss ich sagen, habe ich mit dem Kopf geschüttelt, weil das einfach schon fast nicht mehr glaubhaft ist, was da stand. Aber Sie haben mir gerade im Vorgespräch versichert, dass das stimmt. Es geht also um die Rundfunkgebühren und es geht um die zusätzlichen Belastungen, die dadurch auf die Betriebe zugekommen sind. Und ich lese hier mal die Zahlen: 7-mal mehr Hunderte oder Tausende an zusätzlichen Belastungen, Euro sind da gemeint, und sogar bis hin zu mehreren 10.000 Euro pro Jahr. Das klingt fürchterlich. Ja, in der Tat. Das ist für uns selber gar nichts Neues, weil wir schon 2010, als dieses neue Rundfunkgebührenmodell, was jetzt zum 01.01. in Kraft getreten ist, davor gewarnt haben und frühzeitig eigentlich Hinweise hatten, dass es teuer wird für die Handwerksbetriebe, die wir vertreten. Das liegt an der Art, wie dieses neue Modell ausgestaltet ist. Und in der Tat haben wir damals feststellen können, über einen Gebührenvergleichsrechner, als die ersten Eckpunkte dieses neuen Modells vorlagen, haben wir so einen Gebührenvergleichsrechner entwickelt, als erste bundesweit, und haben den ins Internet auf unsere Internetseiten gestellt und haben dann die Betriebe gebeten, rechnet doch mal aus, was müsst ihr nach dem neuen Modell zahlen und vergleicht das mal mit den Rundfunkgebühren, die ihr jetzt zahlt. Und da haben sich in der Tat teilweise erschreckend hohe Zusatzbelastungen sind da sichtbar geworden. Wobei Sie jetzt, wir haben ja gerade im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen, wobei Sie gar nichts gegen ein neues Modell haben, sondern im Prinzip nur gegen das, was aus diesem Modell entstanden ist. Und Sie haben ja schon versucht, auch im Vorfeld in der Politik darauf hinzuwirken, dass das abgemildert wird, wenn ich Sie richtig verstanden habe vorhin. Richtig. Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Reform dieses Rundfunkgebührenmodells, ganz im Gegenteil. Das alte Modell, wie wir es bis Ende letzten Jahres noch hatten, hatte einige Schwachpunkte. Das war dieser gerätebezogene Ansatz, der führte zusehends natürlich zu Schwierigkeiten, insbesondere durch die neuen Medien. Rundfunk ist heute, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind über das Internet verfügbar, und man musste wegkommen von diesem gerätebezogenen Ansatz. Das haben wir auch unterstützt, da stehen wir auch nach wie vor zu. Nur das, was man sich dann anstelle dessen ausgeguckt hat, weist doch einige Konstruktionsfehler auf. Ja. Die Konstruktionsfehler werden hauptsächlich sichtbar in der Höhe dessen, was Betriebe zu zahlen, in Zukunft zusätzlich zu zahlen haben. Da gehe ich mal von aus, wenn ich hier Zahlen lese, 7-mal mehr oder 10-mal mehr oder das sind also Dinge, die da auf die Betriebe zukommen jetzt. Ja, richtig. Also, so ein Problem ergibt sich gerade für Filialbetriebe, also Unternehmen, die sehr viele Filialen haben, wie beispielsweise Bäckereien. Ja, Bäckereien, da ist es nichts Außergewöhnliches, dass die heute 30, 40 oder sogar noch mehr, teilweise mehrere hundert Filialen haben. Und diese Filialbetriebe werden stark benachteiligt gegenüber Unternehmen mit gleicher Beschäftigtenzahl an einem Standort. Das liegt an der Staffelung, die wir haben bei der Berechnung der Rundfunkbeiträge. Also es ist so, dass ein Unternehmen
jetzt jeweils pro Betriebsstätte Rundfunkgebühren entrichten muss oder einen Rundfunkbeitrag entrichten muss. Und ausschlaggebend dafür sind dann die Zahl der, ist die Zahl der dort beschäftigten Mitarbeiter. Ja. So, und da gibt es eine entsprechende Staffelung. Also ich nehme mal ein Beispiel. In der Staffel 1 von 0 bis 8 Beschäftigten zahlt ein Unternehmen ein Drittelbeitrag, das sind 5,99 Euro im Monat. Hm. Ja, normale Beitragssatz, der liegt ja bei 17,98 Euro zurzeit. Ja. So, und dann ist es weiter gestaffelt nach Beschäftigten, Größenklassen. Und umso mehr Beschäftigte man dann hat, umso günstiger wird es erstmal. Ja, aber das ist eben das, wenn man das an nur einen Standort betrachtet. Nur in der Summe werden die Unternehmen benachteiligt, die jetzt wirklich viele Mitarbeiter haben, aber dann eben auf sehr viele Filialen verteilt. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich nehme eine Bäckerei mit 100 Filialen und dort sind jeweils 4 Mitarbeiter, auch durchaus Teilzeitkräfte, ja, dann sind das insgesamt in der Summe 400 Mitarbeiter. Aber dieses Unternehmen zahlt für jede Filiale jetzt 5,99 Euro. Da sind bei 100 Filialen, ist schnell ausgerechnet, sind 599 Euro im Monat. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. So, 599 Euro im Monat. Ein Unternehmen aber an einem Standort jetzt mit der gleichen Mitarbeiterzahl, sprich auch mit 400 Mitarbeitern, rutscht in diese Staffel 5, 250 bis 499 Beschäftigte und zahlt dafür im Monat, in Anführungsstrichen, nur 179,80 Euro. Also 179 Euro, knapp 180 Euro gegenüber fast 600 Euro. Also da sieht man, es sind deutliche Mehrbelastungen für die Filialbetriebe. Und hinzu kommt, dass gerade Bäckereien häufig ja kleine Verkaufsstellen haben im Eingangsbereich von Supermärkten beispielsweise. Die haben bislang keinen Rundfunkbeitrag zahlen müssen, weil sie dort kein Radio hatten und weil auch kein PC beispielsweise vorhanden war, sondern das wurde ja abgewickelt über die Zentrale entsprechend. Ja. So, das heißt, es ist jetzt jede Filiale beitragspflichtig und dadurch kommen, gerade für Bäckereien, kommen enorme Zusatzbelastungen durch das neue Modell zustande. Sie haben ja jetzt nur die beiden verglichen nach den neuen Kriterien, die da. Was bedeutet das denn, wenn man jetzt dieses Filialgeschäft nehmen würde und das rechnen würde, was die vorher mal bezahlt haben? Ja, vorher also war es deutlich weniger, weil natürlich nicht die einzelnen Filialen beitragspflichtig waren. Da stand in der Regel kein Radio, was hätte angemeldet werden müssen. So, und die sind jetzt plötzlich alle beitragspflichtig. Und wir wissen von einem Unternehmen, was heute schon oder was in der Vergangenheit schon Rundfunkgebühren in Höhe von rund 7.000 Euro waren es, glaube ich, oder 9.000 Euro in der Vergangenheit gezahlt hat, was aber nach den Vergleichsrechnungen wohl an die 70.000 Euro jetzt zahlen muss. Also das sind natürlich, das ist das 7,5-fache, das sind Steigerungen, die sind schon enorm. Und davor haben wir eben 2010 schon gewarnt und leider war die Politik da doch relativ beratungsresistent und hat nur an einzelnen Stellschrauben noch Verbesserungen in unserem Sinne dann auch bewegt. Also eine der Stellschrauben war ja sicherlich die Geschichte mit den Kraftfahrzeugen. Da ist ja was passiert, aber war das ausreichend? Oder was ist da passiert und war das ausreichend? Oder ist das nur marginal zu sehen? Also ein Entgegenkommen, und das ist leider nur marginal zu sehen, war, dass man ein Fahrzeug je Betriebsstätte jetzt freigestellt hat. Das heißt, da muss ich aber eben noch erklären, der andere Ansatz ist einmal, sind die Betriebsstätten selbst und die Zahl der Beschäftigten. Zusätzlich hat man aber alle gewerblichen Fahrzeuge, hat man jetzt auch beitragspflichtig gemacht. Vorher musste man nur für Fahrzeuge zahlen im gewerblichen Bereich, wenn dort ein Autoradio vorhanden war. Ja. Jetzt sind alle zugelassenen Fahrzeuge sind beitragspflichtig mit dem Drittelbeitrag 5,99 Euro im Monat. So, und ein Entgegenkommen war, dass man gesagt hat, okay, ein Fahrzeug je Betriebsstätte
stellen wir frei. Das ist natürlich dann wiederum für eine Bäckerei, die vielleicht 10 Fahrzeuge hat und 30 Filialen, kann dann zumindest die Fahrzeuge dann entsprechend beitragsfrei stellen. Also die lassen sich einfach so verrechnen. Aber diese Punkte, die haben wir in unseren Vergleichsrechnungen auch schon mit berücksichtigt. Das heißt, das ist schon ohnehin mit reingerechnet, dass die Fahrzeuge entsprechend befreit wurden. Und trotzdem haben wir dann diese Beitragsmehrbelastung von, ja. Also dann, um auf meine Frage nochmal zurückzukommen, ist das sehr marginal zu sehen, das, was da, ja, was diese... Vor allen Dingen sehen wir da auch wirklich einen Konstruktionsfehler, jetzt nochmal die Fahrzeuge nochmal gesondert tatsächlich jetzt heranzuziehen. Wir sehen da auch Doppelbelastung. Stellen Sie sich vor, die Mitarbeiter, die den ganzen Tag über ausschließlich im Außendienst tätig sind, die zahlen jetzt, da wird einmal fürs Fahrzeug jetzt gezahlt, aber gleichzeitig geht natürlich dieser Mitarbeiter auch irgendwo in die Betriebsstättenberechnung mit rein. Der wird ja irgendwo erfasst. Da sehen wir auch Doppelbelastung, also oder Doppelzählung, die nicht so ganz vernünftig sind. Also ich denke, gerade in dem Punkt, da muss man auch nochmal ansetzen bei den Fahrzeugen. Ja. Wobei mir kommt da ein Gedanke, es ist natürlich jetzt so, dass gerade Handwerksbetriebe im Prinzip nicht mit Großkonzernen zu vergleichen sind. Also da spielt sicherlich auch die Ertragslage eine Rolle. Wenn ich vorher 9.000 im Jahr bezahle und dann hinterher plötzlich 70.000, das hört sich für mich schon nach einer wirklich konkreten Belastung, die nicht mehr aus der Portokasse zu begleichen ist. Das spielt sicherlich für gerade eben für Handwerksbetriebe auch eine große Rolle in dieser Mehrbelastung. Natürlich, also bei diesen Unternehmen, da handelt es sich auch schon um etwas größere Betriebe, aber natürlich sind das keine großen Konzerne. Und man muss auch immer sehen, dort wird eine handwerkliche Leistung angeboten, die brauchen diese Filialstruktur. Gerade in dem Fall der Bäckereien sehe ich natürlich auch die Problematik, dass industrielle Anbieter, die ihr Brot irgendwo in der Fabrik natürlich herstellen und dann entsprechend vertreiben über die Verkaufsstellen, Supermärkte etc., dass die letztendlich einen Wettbewerbsvorteil haben gegenüber kleineren Betrieben, die also entsprechende Filialstruktur dann auch vorhalten. Was hätten Sie sich denn gewünscht an Maßnahmen, um dem entgegenzuwirken? Ich meine, dass das nicht völlig geklappt hat, ist klar. Sonst hätten wir die Pressemitteilung nicht bekommen. Aber es gibt ja sicherlich auch Modelle oder Vorschläge von Ihnen, die in diese Richtung gegangen sind. Also gut, man kann natürlich grundsätzlich die Frage nochmal aufwerfen. Muss die Wirtschaft überhaupt zusätzlich mit beteiligt werden? Auf der einen Seite haben wir die Privathaushalte, die natürlich Rundfunkbeitrag zahlen. Warum zusätzlich nochmal die Wirtschaft? Also warum muss nochmal bezahlt werden für jemanden, der letztendlich schon Privatrundfunkgebühr zahlt? Warum muss der Arbeitgeber nochmal im Prinzip für seine Beschäftigten nochmal Rundfunkbeitrag bezahlen? Uns ist klar, dass dann natürlich die Rundfunkbeiträge für die privaten Haushalte entsprechend steigen würden, wenn man an dem gleichen Aufkommen festhalten will. Aber das darf man ruhig mal die Frage stellen, warum überhaupt die Wirtschaft da noch zusätzlich nochmal belastet wird. Die andere Frage ist, ob man nicht ganz weggeht von entsprechend davon Gebühren oder Beiträgen und das Ganze versucht nicht doch auf eine Steuerbasis zu stellen. Ich weiß, da kommen immer die Argumente, die Ferne des Rundfunks, Staatsferne muss gesichert sein, bei Steuern hat die Politik zu viele Eingriffsmöglichkeiten und. Letztendlich hat auch die Politik natürlich über dieses Gebührenmodell, jetzt über dieses Beitragsmodell entschieden. Die Landtäge in allen Bundesländern haben darüber entschieden. Also ich bin da der Ansicht, man kann da schon auch nochmal weiterdenken und vielleicht eine steuerfinanzierte Regelung treffen. Das wäre zumindest, wenn es aufkommensneutral sein soll, wäre es zumindest ja, durchaus denkbar. Welche Frage sich mir jetzt natürlich aufdrängt, ist, es gibt hier also mehr Belastungen, die, ich sag mal ganz vorsichtig, kaum glaublich sind. Ist denn bei der Konstruktion dieses Modells, ist die Steigerung der Einnahmen der Rundfunk- und Fernsehgesellschaften
schon mit eingerechnet oder sollte das ursprünglich mal aufkommensneutral sein? Das hört sich jetzt für mich nicht so an, als wenn das aufkommensneutral gewesen ist. Also es heißt immer von Seiten der Rundfunkanstalten, dass es, oder auch von Seiten der Politik hieß es damals, es soll aufkommensneutral eigentlich gestaltet werden. Ja. So, aber zumindest auch die Rundfunkanstalten sagen im Moment, sie wissen nicht genau, was tatsächlich an Einnahmen durch das neue Modell jetzt herauskommt. Im Moment haben wir, ich glaube, 7,6 Milliarden Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es gibt Untersuchungen, die gehen davon aus, dass durch das neue Modell es zu Beitragsmehreinnahmen von 1,6 Milliarden Euro käme. Insofern, man weiß es im Moment nicht genau. Es ist vorgesehen, eine Evaluation des neuen Modells und auch dann entsprechend der Finanzströme für Ende 2014. Wir sind aber der Ansicht, das ist zu spät. Das sollte eigentlich früher erfolgen. Mhm. Vielleicht schon Ende 2013, weil eben jetzt diese Verwerfung, diese Auswüchse durchaus da sind. Okay. Und gut, Behauptung ist immer, die meisten Betriebe werden nicht stärker belastet. Ich glaube, von Seiten der Rundfunkanstalten heißt es immer, 70% der Unternehmen zahlen nur den Drittelbeitrag, also die 5,99 Euro. Im Monat, wobei man auch da sagen muss, da sind auch Betriebe dabei, die vorher gar nichts gezahlt haben. Ja, also es ist nicht so, dass alle Betriebe bislang Rundfunkbeiträge gezahlt haben. Also unsere Daten zeigen schon, dass es unterm Strich eine Mehrbelastung wird, zumindest fürs Handwerk. Es mag Bereiche geben, in denen es etwas weniger sein wird, aber unterm Strich rechne ich doch mit deutlichen Mehreinnahmen. Nur natürlich konkrete Zahlen liegen uns da auch noch nicht vor und ja, gut, haben die Rundfunkanstalten wahrscheinlich selber auch noch nicht, das muss man sagen. Da muss es dann erst tatsächlich im Nachhinein wahrscheinlich neu berechnet werden. Aber es klingt für mich jetzt nicht so, was Sie gerade gesagt haben, als wenn diese, wenn es dann wirklich 1,6 Milliarden werden, dass die dann irgendwann zurückgezahlt werden. Ne? Das hört sich jetzt nicht an. Also es gibt Bundesländer, die haben, ich meine Schleswig-Holstein war es insbesondere, die haben eine Protokollnotiz mit aufgenommen in den Rundfunkänderungsstaatsvertrag, wonach insbesondere bei Mehreinnahmen, die das neue Modell dann vielleicht tatsächlich generiert, darüber nachgedacht werden soll, ob nicht tatsächlich die Einbeziehung der Fahrzeuge nochmal kritisch überprüft wird und vielleicht auch fallen gelassen wird. Also das wäre natürlich ganz in unserem Sinne, weil wir das auch einfach für wirklich nicht gerechtfertigt halten, da die ganzen gewerblichen Fahrzeuge mit reinzunehmen. Ja, ich hätte jetzt beinahe noch gefragt, wie es Ihnen damit geht, dass, wenn man vorher auf solche Probleme hinweist, nichts in Anführungszeichen unternommen wird und dann tatsächlich solche Probleme entstehen, ist das frustrierend? Ich frage jetzt einfach mal so, müssen Sie nicht beantworten. Nein, ist es nicht. Wir haben ja, und Sie merken ja jetzt auch an unserer Pressemitteilung, die Meldung hat ja durchaus jetzt wieder Aufsehen erregt und wir können nachweisen, dass wir also wirklich seit Ende 2009 immer wieder auf das Thema hingewiesen haben und auch wir haben mit der Politik gesprochen, wir haben die Politik angeschrieben, den Ministerpräsidenten angeschrieben und. Das Thema war bekannt. Es ist schon ein bisschen erstaunlich, jetzt ist das Thema sehr stark hochgekommen durch den Fall Rossmann, der ja angekündigt hat, dass er klagen wird, also das Unternehmen Rossmann. Die zahlen, glaube ich, bislang 40.000 und müssten jetzt nach dem neuen Modell 200.000 Euro bezahlen. Und dieser Fall war dann sehr stark in der Presse und hinzu kam jetzt auf einmal der Aufschrei der Kommunen, die auch plötzlich festgestellt haben, weil sie auch sehr viele einzelne Betriebsstätten haben dass sie eben auch stark mehr belastet werden. Und das sind Dinge, da haben wir 2010 schon drauf hingewiesen und wir hoffen, dass jetzt durch die gebündelten Kräfte, sagen wir mal, da doch noch einiges erreicht wird und so das Modell nochmal angepasst wird. Als Art flankierende Maßnahmen, die Kommunen können es ja, glaube ich, auch noch weniger gebrauchen. Genau. Sie haben ja schon angedeutet, was Sie sich wünschen, das wäre eine Evaluation
noch in diesem Jahr, beziehungsweise von den Einnahmen dieses Jahres. Das wäre also eine ganz wichtige Geschichte für Sie, um das Ganze dann nochmal auf andere Füße, beziehungsweise auf solidere Füße zu stellen. Und dann, Sie bleiben am Ball, da gehe ich mal von aus. Wir bleiben am Ball, natürlich. Es ist ja in der Kürze der Zeit auch nicht alles zu erläutern. Ein weiteres Problem zum Beispiel bei den Beschäftigtenzahlen ist, dass Teilzeitkräfte genauso gezählt werden wie Vollzeitkräfte. Ja. Ich meine, wir reden davon, Vereinbarkeit und Familie zu verbessern. Wir brauchen mehr Teilzeitarbeitsplätze. So. Und dann wird den Unternehmen da quasi, werden wieder Knüppel zwischen die Beine geworfen, weil nämlich da auch die Teilzeitkräfte jetzt voll zählen und entsprechend sich das natürlich auch beim Rundfunkbeitrag dann entsprechend bemerkbar macht. Also das sind so einige Punkte, da ist wirklich noch Nachbesserungsbedarf und da hoffen wir, dass wir da doch noch was erreichen können. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ist Ihnen noch irgendwas wichtig, was in diesem Zusammenhang, was Sie noch dem Zuschauer sagen wollen? Ganz kurz noch erwähnt, eine weitere Stellschraube sind auch noch die Gästezimmer der Hoteliers. Da bin ich jetzt nicht mit eingegangen, weil das natürlich nicht direkt unser Klientel ist. Aber für die Handwerksbetriebe und auch für andere Unternehmen ist wichtig, meine ich, da sollte man nochmal erwähnen, dass sie ganz genau jetzt sich diesen Beitragsbescheid auch anschauen und da nochmal gucken, ob die Merkmale alle richtig wiedergegeben sind. Weil es wurde ja abgefragt bei den Betrieben schon im letzten Jahr. Die mussten entsprechend melden, ihre Beschäftigtenzahlen, auch die Zahl der Fahrzeuge. Und leider war da auch der Meldebogen nicht so ganz eindeutig. Viele Betriebe, das haben wir schon festgestellt, haben zu viele Fahrzeuge angegeben. Die haben nicht berücksichtigt, dass man von vornherein diese beitragsfreien Fahrzeuge, also die man umlegen kann auf die Betriebsstätten, dass man die von vornherein gar nicht angeben muss. Wo kann man sich Informationen besorgen? Sie haben sicherlich im Internet einiges eingestellt, was diese Geschichten angeht. Können Sie vielleicht mal die Internetadresse, wenn Sie die im Kopf haben sollten. Klar, also einmal gibt es die offiziellen Seiten der Rundfunkanstalten, da sollte man auf jeden Fall raufgucken, das ist unter www.rundfunkbeitrag.de. Da findet man genauere Informationen zur Definition der Betriebsstätte, der Beschäftigten und auch der beitragspflichtigen Fahrzeuge. Zusätzlich haben wir ein kurzes Merkblatt erstellt, wo man auch einen ersten Überblick ganz gut bekommt. Das ist auf unserer Internetseite der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Das ist www.hwk-bls.de, also für Braunschweig, Lüneburg, Stade. So, und dort unter Interessenvertretung, Schwerpunktthemen findet man das. Dort findet man sicherlich auch Ansprechpartner gegebenenfalls, die bei Ihnen im Hause zur Verfügung stehen. Richtig. Gut, ja, wir sind so ein bisschen am Ende unserer Gesprächszeit angelangt. Oh, schweres Wort. Ich darf mich nochmal bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man aus Lüneburg Richtung Braunschweig fährt, nur wegen 20 Minuten Gespräch. Und darf Ihnen und Ihrem Team ganz, ganz viel Erfolg wünschen beim Kampf gegen die Konstruktionsfehler in Zukunft. Gut, danke. Ich danke auch für die Einladung.